Ja, herzlich willkommen hier bei den Buchkomplizen. Meine Stimme ist schon ein bisschen weg, weil ich heute so viel reden musste. Mein Name ist Daniela Baumeister. Ich arbeite eigentlich beim Radio, was ein bisschen blöd ist, wenn man keine Stimme hat. Und ab und zu darf ich hier sein und freue mich dann immer sehr, weil ich werde immer sehr gut versorgt mit Bier, Wein, guten Gesprächen und tollen Themen und tollen Gästen. Und ich finde, als ich gesehen habe, dass es dieses Buch geben wird, habe ich zu Rüdiger Grünhagen gesagt, ich möchte die Frau unbedingt kennenlernen, weil das ist was, was ich in meinem Leben nicht geschafft habe. Mein Großvater hat Schach gespielt, hat es versucht, mir beizubringen, als Kind schon. Mein Vater hat es auch versucht, mir beizubringen. Und ich bin einfach gescheitert. Ich weiß zwar, wie diese Figuren alle sich bewegen, aber keine Ahnung, warum sie das tun, wo sie hinwollen damit und warum man grundsätzlich immer verliert. Insofern habe ich das dann gelassen. Habe aber dann gelernt, dass man kann ganz viel von dem, was auf diesen 64 schwarz-weißen oder in diesem Fall hellbraunen und dunkelbraunen Kästchen passiert, auch aufs Leben übertragen. Und genau das hat sie gemacht in diesem Buch. Ich habe es am Wochenende gekriegt. Ich habe es von Anfang bis Ende durchgelesen. Ich konnte es nicht weglegen. Ich finde es wirklich unglaublich spannend. Herzlich willkommen, Elisabeth Petz. Hallo. Deutschlands beste Schachspielerin. Großmeister der Frauen seit 2001. Ich bin ja kein Fan vom Gendern und dann bin ich drüber gestolpert, dass es jetzt eine Frau gibt, die was ganz Besonderes kann und der Titel ist ein männlicher Titel, der ein männlicher Titel bleibt. Wie kann das sein? Man hat damals beim Weltschachverband sowohl Frauentitel als auch Herrentitel eingeführt, beziehungsweise Herrentitel hat es immer gegeben und Frauentitel wurden eingeführt, damit man auch, ich weiß es nicht, ob das für die Frau gewesen ist oder ob man der Frau damit was Gutes tun wollte oder ob es ein finanzieller Aspekt gewesen ist. Denn man muss wissen, dass jeder eingereichte Titel beim Weltschachverband auch mit einer Bezahlung in Höhe von 300 Euro zusammenhängt. Und ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Ich gehe davon aus, sie haben es gemacht, damit Frauen auch Titel im Schach erringen können und die weiblichen Titel im Schach sind einfacher zu erringen von dem Leistungsniveau her als die männlichen Titel. Deswegen glaube ich, die wollten damit einfach den Frauen noch was Gutes tun, sodass jeder hinter oder vor seinem Namen einen gewissen Titel trägt. Heißt das denn, dass diese Schachverbände oder der Schachverband grundsätzlich noch nicht so richtig angekommen ist im Zeitalter der Gleichberechtigung? Das Zeitalter der Gleichberechtigung gibt es meines Erachtens in keiner Sportart, denn es gibt vielleicht ausgenommen Tennis keine Sportart, wo die Gehälter gleich sind. Also korrigiere mich, wenn ich mich da irre. Ich weiß, beim Tennis gibt es ähnliche Preisgelder, die sind 1:1 beim Wimbledon und so weiter. Aber in allen anderen Sportarten gibt es ewige Diskussionen über die verschiedenen Preisgelder und Honorare. Und auch beim Schach ist es so, dass das männliche Preisgeld bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Weltcups und so weiter und so fort immer mindestens doppelt, wenn nicht sogar 3- oder 4-mal so hoch ist. Und wenn man mal vom Geld wegschaut und auf die Möglichkeiten schaut, die Frauen in dieser Sportart haben und wie sie wahrgenommen werden und wie sie auch gefördert werden? Früher war das so unter der Regie von Garry Kasparov oder zu den Zeiten, wo Garry Kasparov der weltbeste Schachspieler war oder zu Zeiten von Bobby Fischer und anderen Koryphäen, gab es sehr viele ungeschickte Äußerungen bezüglich Frauen und ihrer Fähigkeit Schach zu spielen und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit etwas verankert bzw. geprägt. Heute natürlich versucht man diese Art von Sexismus zu bekämpfen, das heißt, wenn sich jetzt jemand kritisch gegenüber uns Frauen, was unsere schachliche Fähigkeiten ist, äußert, wird er gefeuert. Das ist jetzt auch neulich passiert beim letzten Grand Prix-Turnier in Astana. Da war ich als Spielerin unterwegs und der männliche Kommentator hatte sich etwas ungeschickt geäußert und hat am nächsten Tag seinen Job verloren. Ich glaube, Herr Kasparov hat sich auch mal sehr ungeschickt geäußert. Es gab einige, die sich sehr ungeschickt geäußert haben. Also das ist also nichts Neues. Um mich zu sagen, sehr frauenfeindlich. Ja, ich habe es einfach. Frauen haben zu kleines Hirn, um das zu verstehen. Ich mache mal auf die Kurzform. Genau, also es gab auch einen sehr interessanten Ansatz vom englischen Großmeister Nigel Short, der das ganz, ich fand es auf etwas witzige Art und Weise erklärt hat, dass das männliche und weibliche Gehirn unterschiedlich funktionieren oder konstruiert sind und deshalb eben Männer besser sind als Frauen. Selbst dafür wurde er damals verurteilt, wobei natürlich
von der wissenschaftlichen Perspektive in gewisser Weise was dran ist, denn man sagt, dass Frauen für bestimmte Probleme andere Gehirnströme oder andere Stellen im Gehirn benutzen als Männer. Was ja nicht heißt, dass Frauen dümmer sind als Männer, sondern dass sie einfach andere Bereiche im Gehirn nutzen, um Probleme zu lösen. Und das kann in einigen Hinsichten sehr vorteilhaft sein, vor allem wenn es um Multitasking geht, und in anderen Hinsichten vielleicht negativ, wenn es um bestimmte Risikobereitschaften oder Entscheidungen zum Beispiel auf dem Schachbrett geht. Deswegen möchte ich diese Aussage von Nisha Schott in der Hinsicht auch gar nicht verurteilen. Aber geprägt durch diese Aussagen von Bobby Fischer, dass Frauen kein Schach spielen sollten, oder von Garry Kasparov, hat sich das natürlich auch gewissermaßen über die Jahre hinweg manifestiert. Heute leben wir in einer Gesellschaft, wo Gendern als auch Frauenfeindlichkeit und Gleichberechtigung und all diese Sachen ganz oben fest verankert sind und man sich wirklich darüber Gedanken machen muss, nichts Falsches zu sagen. Aber es ist halt durch die Vergangenheit geprägt, und um das zu ändern, das wird noch ein paar Jahre dauern, glaube ich. Du hast ja den direkten Vergleich gehabt. Dein Vater hat Schach unterrichtet, er hat dich trainiert, aber auch deinen Bruder. Dein Bruder ist aber kein Großmeister geworden. Woran liegt das? Also mein Bruder hat relativ frühzeitig aufgehört mit Schach. Das hatte verschiedene Faktoren gehabt. Ich habe auch einige in dem Buch beschrieben, warum mein Bruder mit Schach aufgehört hat. Das hat also nichts damit zu tun, dass er schlechter war als ich. Ich denke sogar, er war objektiv der Talentiertere von uns beiden. Aber jetzt kommt das Aber. Es waren halt Zeiten, es waren Zeiten bei der Wende, beziehungsweise gab es da bestimmte Neidereien oder ich würde es nicht als Feindseligkeit betrachten, aber es gab Konflikte zwischen Ost und West kurz nach der Wende, und mein Bruder hatte davon halt als Kind viel zu spüren bekommen, ohne dass er was dafür konnte, und dadurch, dass er auch sehr begabt war in Mathematik und Physik, hat er sich letztendlich entschieden, Professor zu werden, und das ist er halt heute in China an der Universität in Hangzhou. Ja gut, er ist sowieso jemand, also mein Bruder war immer jemand mit einem erhöhten IQ, das war mitunter sehr interessant, mitunter auch etwas anstrengend, aber wie gesagt, er hat seinen Weg gemacht, und im Endeffekt, ich glaube nicht, dass er etwas bereut. Braucht man einen erhöhten IQ, um Schach zu spielen? Erfolgreich? Würde ich sagen, hat mit einem erhöhten IQ nichts zu tun. Weil du gerade talentiert gesagt hast, also wo ist das Besondere, was man braucht, damit diese Figuren sich jetzt bewegen? Und zwar so, dass sie nicht gleich matt sind. Genau, Talent ist ein Begriff, der ist meines Erachtens sehr breit gefächert. Meines Erachtens hat das aber nichts mit dem IQ zu tun. Aber, jetzt kommt das Aber, für mich Talent im Schach heißt, du hast ein gutes Gedächtnis, visuelles Gedächtnis, gute Vorstellungskraft. Punkt Nummer 1, Kreativität. Punkt Nummer 2 und mentale Stärke. Also diese psychologische Komponente, in den Momenten, wo es kritisch in der Partie wird, dich nicht von deinen Emotionen führen zu lassen, sondern vielleicht deine Ängste zu bewältigen und am Ende sich zu sagen, man ist stärker als der andere, und sozusagen diesen Optimismus auch mit sich bringen. Also Schach ist extrem psychologisch, aber auch ein gutes Gedächtnis und natürlich auch die Kreativität sind meines Erachtens sehr wichtig. Aber IQ hin oder her, glaube ich nicht, dass das so entscheidend ist. Fangen wir doch mal ganz von vorne an. Das heißt, eine Frage noch vorneweg. Die Idee dieses Buches war ja, nicht nur über Schach zu reden, sondern auch über Schach zu reden. Also abseits und im Leben und am Brett. Also was kann man alles brauchen fürs Leben mit dem, wenn man gut Schach spielen kann? Also erstmal, die Idee dieses Buches hatte viel mehr damit zu tun, eine Frau in einer männerdominierten Gesellschaft darzustellen. Diese Idee ist eigentlich keine neue Idee, denn beim Damengambit der Netflix-Serie wurde genau diese Idee verkörpert. Und man hat sich als Begleitsymptom, Symptom ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man hat sich dafür entschieden, dieses Problem oder besser gesagt diesen Aspekt einer Frau in einer männerdominierten Gesellschaft anhand von Schach zu zeigen, weil Schach eben für etwas steht, was kulturell, intellektuell, also es steht für etwas, was man immer mit Intelligenz verbindet. Es gibt ja immer viele Eltern, die fragen, warum sollte mein Kind Schach lernen oder welche Vorzüge hat es, Schach zu erlernen? Und das, was man am meisten immer hört, ist natürlich eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit. Und das stimmt auch. Und wie man das am besten erklären kann, ist der Aspekt,
Wenn Kinder frühzeitig Schach lernen, werden sie irgendwann automatisch anfangen, Partien zu spielen gegen vielleicht ein anderes Kind. Dann werden sie irgendwann feststellen, wenn sie zu schnelle Züge machen und dadurch wird die Dame geschlagen oder sie werden am Ende matt gesetzt, verlieren sie die Partie. Jetzt kommt natürlich der Aspekt, welches Kind verliert denn gerne in einem Spiel oder in einem Sport oder sonst wo. Das ist ein Schmerz, mit dem sie klarkommen müssen. Und dann werden sie sich sagen, naja, vielleicht ist es schlauer, an einigen Stellen etwas länger nachzudenken. Das heißt, die Konzentrationsfähigkeit verbessert sich automatisch mit dem Aspekt, dass kein Kind gerne verliert und dass sie irgendwann realisieren werden, dass es gut ist, länger über bestimmte Situationen auf dem Brett nachzudenken. Und das übertragen sie in allen anderen Bereichen, sodass sich automatisch die Schulnoten in vielen anderen Fächern verbessern, weil die Konzentrationsfähigkeit besser wird. Das ist einer der wichtigsten Aspekte, warum ich denke, Schach sollte in Schulen oder sollte man von klein auf lernen. Aber mittlerweile würde ich sogar sagen, die wichtigste Lehre ist, wenn man mit Schach groß wird, ist der Umgang mit Fehlern, beziehungsweise, darüber schreibe ich ja auch in dem Buch, beziehungsweise Niederlagen wegstecken zu können. Wenn man frühzeitig Schach lernt, muss man mit sehr, sehr vielen Niederlagen im Leben klarkommen. Ich habe alleine mindestens 3 Weltmeisterschaftstitel in der letzten Runde versaut, indem ich in der letzten Runde die Nerven verloren habe und die Partie verloren habe. Und der Schmerz, der daraus resultiert, dass man den Weltmeisterschaftstitel in der letzten Runde auf der führenden Position weggeschmissen hat, das ist ein unbeschreiblicher, krasser Schmerz, um es milder auszudrücken. Aber dieser Schmerz auf der anderen Seite, der macht dich stärker. Das heißt, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Und dieses Phänomen, fand ich, hatte ich in meiner Kindheit sehr oft gespürt. Und es hat mir dann in einem Erwachsenenbereich geholfen. Zum einen, weil ich dann im Junioren- und Jugendbereich am Ende Weltmeisterin wurde, weil ich mit dieser Situation viel besser klarkam, beziehungsweise keine Angst mehr vor der Niederlage hatte. Aber auch in allen anderen Momenten, wo es im Leben zum Beispiel mit Schicksalsschlägen, Verlust einer wichtigen Person oder anderen traurigen Ereignissen darum geht, wieder aufzuerstehen und nicht am Boden liegen zu bleiben. Und das ist eine Lehre, die bringt dir Schach frühzeitig bei. Du hast mit 5 angefangen, professionell zu trainieren mit deinem Vater, saßt aber schon früher viel am Schachbrett, weil der Vater viel Schach gespielt hat. War das damals für dich ein Spiel oder was war die Faszination? Also ich würde nicht sagen, dass es eine Faszination war, sondern ich würde einfach sagen, ich kannte nichts anderes in meinem Leben. Weil meine Mutter war hauptberuflich Finanzbuchhalterin und am Wochenende hatte sie Weiterbildung gehabt. Mein Bruder hat Schach mit 4 gelernt, er ist 2 Jahre älter als ich. Und mein Vater hat davon gelebt, Preisgelder durch Schachturniere zu erringen. Das heißt, es gab gar keine andere Möglichkeit, außer mich während der Turniere mitzunehmen, weil meine Mutter konnte auf mich nicht aufpassen. Und das Gute war, wenn du so ein 4-jähriges Mädchen bist, hast du bei jedem Schachturnier immer irgendwelche Leute, die sich um dich kümmern, dir eine Tüte Eis kaufen. Also das heißt, du hattest das Paradies auf Erden, weil immer hat sich jemand mit dir beschäftigt, mit dir gespielt und ich fand das eigentlich eine ganz tolle Atmosphäre, muss ich sagen. Ich konnte mich nicht beklagen. Und natürlich auch das Phänomen, dass du siehst, was dein älterer Bruder macht und der hat dann Schach gespielt und hat dabei Spaß gehabt. Dann dachte ich mir wahrscheinlich, also ich erinnere mich nicht mehr so ganz dran, das ist ja interessant, dass wenn ich das auch mache. Bloß die Atmosphäre war toll. Ich war immer im Zentrum der Aufmerksamkeit, hatte immer Leute um mich herum und das hat mir eigentlich gefallen. Haben die dich noch gemocht, als du sie als kleines Kind dann geschlagen hast? Es war alles toll bis zur Grundschule. In der Oberstufe bzw. in der Pubertätzeit habe ich dann das Wort Neid bzw. Missgunst kennengelernt. Das kannte ich im Kindesalter nicht, weil als Kind bis zum 10. Lebensjahr ist das alles relativ unschuldig. Du bist ein Kind, du urteilst nicht über andere, du siehst das alles nicht so schwarz-weiß, sondern dir ist es wichtig, der eine ist nett zu dir und alles andere ist nicht so wichtig. Aber dann, wenn du in der Pubertätsphase bist, lernst du ein bisschen mehr über das Leben kennen und hast mehr Erfahrung. Und natürlich, dann kommt das Wort Neid und Missgunst, hat dann eine viel größere Bedeutung. Und erst in meiner Pubertätsphase habe ich gemerkt, dass es vielleicht gar nicht so toll ist, so erfolgreich zu sein, weil das andere nicht so toll finden und dir das eben irgendwie zeigen. Ist es beim Schach besonders ausgeprägt mit dem Neid und der Missgunst? Sagen wir es mal so, wenn du Schachspieler bist, kannst du dich vielleicht an die Situation im Forrest Gump-Movie oder im Forrest Gump-Film erinnern, wo der Direktor zu Frau Gump sagt, ihr Sohn ist anders als die anderen. Und genau das ist der Aspekt, der dann als Schachspieler wieder auf dich aufschlägt, weil deine Tochter auf gut Deutsch ist anders als die anderen oder du bist anders als die anderen. Denn wenn du Schach spielst, bist du automatisch im
Augen vieler irgendwie anders als die anderen, beziehungsweise, ja, Nerd, Freak, nenn es wie du willst. Aber das ist halt das Klischee, was mich mein Leben lang in vielerlei Hinsichten verfolgt hat. Zuletzt in der Bundeswehr, wo ich so lachen musste. Aber es hat mir nochmal verdeutlicht, dass wenn du keine Ahnung hast von Schachspielern, hast du ein ganz gewisses Bild vor Augen. Und das ist das Bild eines Menschen mit einer Hornbrille, der schusselig ist, der verpeilt ist, der nichts mitbekommt, aber auf den 64 Feldern absolut top ist. Bist du anders als die anderen? Ich würde sagen, in der Pubertätsphase war ich vermutlich schon anders als die anderen. Aber das sind alle anders als die anderen. Nee, aber ich sage mal so, eigentlich kann ich gar nicht so anders als die anderen gewesen sein, denn es gibt halt die Geschichte aus meiner Bundeswehrzeit, wo ich gemerkt habe, wie eigentlich die Welt um mich herum so denkt bzw. funktioniert, um diese Geschichte kurz zu erklären. Ich war in der Sportfördergruppe mit 15 anderen Sportlern. Also das waren, wir hatten Sportkletterer, wir hatten Judokas, wir hatten Leichtathleten, wir hatten Segelflieger, wir hatten alles, eine gemischt bunte Gruppe. Und ich war die Einzige eben, die nach dem Dienst manchmal ins Mannschaftsheim gegangen ist. Weil jede Kaserne hatte so ein Mannschaftsheim. Jede Kaserne hatte irgendwie 8 Kompanien. Und jedenfalls in dieser Mannschaftskaserne, wo du eben was zu trinken haben konntest oder Billard oder sowas spielen konntest, habe ich andere getroffen aus anderen Kompanien, also die typischen Grundwehrdienstleistenden nach der Schule. Und die haben mich dann gefragt, sie hätten gehört, bei uns gibt es einen Schachspieler. Und da habe ich gesagt, so ja. Und wir hatten tatsächlich einen in der Gruppe gehabt, das war ein Sportkletterer, der hatte so eine riesengroße Hornbrille auf. Der hat es geschafft, mit einer ABC-Maske im Stehen einzuschlafen. Also der hatte wirklich das ganze Klischee eines Schachspielers vollends erfüllt. Und jedenfalls fragen sie mich so und dann meinten so, das ist doch dieser Schmidt, dieser Sportkletterer. Wie kommt der mit dem klar? Der kapiert doch nichts, der ist sowas von verpeilt. Aber für die war das ganz klar, das muss der Schachspieler sein. Da gucke ich sie so an, das ist nicht der Schachspieler, das ist Sportkletterer. Wie, das ist der Sportkletterer? Und ich habe gesagt, das ist derjenige, der in den ganzen Kasernengebäuden es schafft, wie so ein Äffchen nach oben zu klettern. Der war unglaublich, wie der klettern konnte, das war echt sagenhaft. Und dann meinten sie so, aber wer ist denn dann der Schachspieler? Und dann habe ich gesagt, naja, ich. Aber das war halt das Bild, das war ein Bild für Götter, weil das war halt nicht das, was sie erwartet hätten. Und in dem Moment wurde mir eigentlich erst klar, welches Klischee man hat, wenn man über Schachspieler nachdenkt. Aber ich war halt nicht das Klischee, was sie erwartet hätten, sondern wir hatten wirklich einen in der Gruppe, der dieses Klischee 1000-mal besser erfüllt als ich. Spielen Sie alle Schach? Nein. Ihr? Ich kann die Regeln. Ich bin ein sehr guter Schachspieler. Es sind, habe ich dem Buch entnommen, wusste ich vorher auch nicht, 64 schwarz-weiße Felder. Das ist ein unendlicher Kosmos. Und es gibt mehr Zugvariationen als Atome im Universum. Das heißt, wie viele Züge kann man überhaupt im Kopf haben vorher und wie viele Varianten, damit man überhaupt hier irgendwo weiterkommt? Sagen wir es mal so, also im Schach gibt es Situationen, wo du viel berechnen musst. Und diese Variantenberechnung ist ähnlich wie das Berechnen in der Stochastik. Du hast deine Bäumchen, diese Bäumchen haben Zweige. Die Zweige stehen für verschiedene Zugmöglichkeiten oder Spielkomplexe beim Würfeln, je nachdem. Fällt die 6 einmal, fällt die 6 zweimal, was ist, wenn die 5 und die 6 fällt und hast am Ende immer eine Prozentzahl, die dir dann ein Ergebnis sagt, wie hoch ist die Chance, dass du innerhalb von 2 Würfen zweimal die 6 oder 2 Sechsen hast. Und wir haben das eigentlich im Schach ähnlich, nur dass wir am Ende das Ergebnis interpretieren müssen. Wir haben jetzt keinen Prozentsatz von 60% Wahrscheinlichkeit, dass wir eine 6 würfeln innerhalb von 2 Würfen, sondern wir haben ein Ergebnis am Ende, wo wir wissen müssen, ist das gut oder schlecht für uns. Und wie weißt du, wie du jetzt anfängst? Wie würdest du es heute Abend anfangen? Also erstmal ist Weiß am Zug, der macht einen Zug und ich reagiere drauf. Aber die Anfangszüge, die ersten 10 Züge sind eigentlich bei uns für alle erfahrenen Schachspieler bekannt. Also spannend wird es bei uns meistens ab Zug 12, 13, 14. In einigen bestimmten Situationen sogar erst ab Zug 20. Das heißt, du hast auch Spiele von anderen komplett im Kopf? Ja, ich habe sehr, sehr viele Partien logischerweise im Kopf und jeder gute Spieler hat sehr, sehr viele Partien im Kopf, denn über die Jahre hinweg eignest du dir so ein Wissen an, was ja ein gigantisches Wissen ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt vergleichen soll in Bezug auf andere Aspekte im Leben, aber es ist so, wie du weißt immer, wie du die Blume zeichnest, aber welche verschiedenen Blätter diese Blume hat, das ist dann das, was du selber finden musst.
Und wenn dann sowas passiert, wie dass du im letzten Drittel eines Spiels die WM verspielst, hast du dann am Anfang falsch gedacht, falsch angefangen, falsch kombiniert oder zwischendrin einen Fehler gemacht? Das Problem ist im Schach im Vergleich zu anderen Sportarten, wenn ich jetzt einen 100-Meter-Lauf bestreite und ich führe am Ende mit einem halben Meter Vorsprung, die Wahrscheinlichkeit, dass ich stolpere und noch von dem hinter mir eingeholt werde, ist nahezu null. Im Schach allerdings ist diese Wahrscheinlichkeit gigantisch groß. Das heißt, du kannst über mehrere Stunden auf der Siegerstraße sein, aber du kannst 10 Meter vom Ziel einfach mal ausrutschen. Weil ein Fehler sozusagen partieentscheidend ist. Deswegen heißt ja auch mein Buch, der vorletzte Fehler gewinnt, weil das wiederum einschließt, dass der letzte Fehler verliert. Und ein vorletzter Fehler bedeutet, dass es einen letzten Fehler geben wird. Und derjenige, der den macht, der verliert die Partie und dann ist es egal, ob der 5 Stunden vorher mit 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter Vorsprung in einem 100-Meter Lauf geführt hat oder das heißt, nicht. Du müsstest eigentlich nie nervös sein, weil du weißt, du hast immer die letzte Chance. Naja, das heißt, es gibt natürlich Situationen auf dem Brett, wo du keine Chance mehr hast, weil du weißt objektiv, dass dein Gegner jetzt einen Fehler macht, ist unwahrscheinlich. Du gewinnst dann höchstens die Partie, wenn er nicht auf die Uhr achtet und auf Zeit verliert. Oder wenn irgendwelche anderen Sachen passieren, die regelwidrig sind, zum Beispiel er wird mit elektronischen Geräten am Brett erwischt. Aber rein objektiv betrachtet gibt es Partiesituationen, wo du weißt, du hast keine Chance mehr. Aber dann gibt es auch Situationen, wo du weißt, wenn der Gegner vielleicht doch noch fehlgreift, hast du noch eine Chance. Möchtest du mal ein bisschen was lesen? Ich kann was aus dem Buch vorlesen, ja. Seite 54, weil... Diese Seite oder beziehungsweise die Geschichte damals, die hat mich sehr geprägt. Okay, ich lese mal vor. Ich kann mich an nicht viele Partien aus meiner frühen Kindheit erinnern, aber ein Vorfall ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Etwas dramatisch formuliert könnte man sagen, an diesem Tag hat Schach für mich seine Unschuld verloren. Ich war damals 9 Jahre alt und ich spielte in irgendeinem Wettkampf auf Landesebene gegen einen erwachsenen Mann. Während des Spiels stand mein Bauer nicht genau auf dem Feld C3, sondern war ein wenig nach D3 verrückt. Normalerweise gilt im Schach die Regel berührt geführt. Um wie in diesem Fall eine Figur präzise zu platzieren, sagte man vorher Jadoub, das französische Wort für ich rücke zurecht. Genau das tat ich in diesem Spiel und rückte meinen Bauern wieder mittig auf das Feld C3. Mein Gegenüber aber sagte berührt geführt, aber... Ich habe doch Jadoub gesagt, gab ich zurück und schaute ihn mit erstaunten Augen an. Doch er schüttelte den Kopf, behauptete, es nicht gehört zu haben und winkte den Schiedsrichter heran, der damals auch noch der Kapitän unserer Erfurter Schachclubs gewesen ist. Nach kurzer Diskussion gab der Schiedsrichter meinem Gegenüber recht und ich musste einen Bauernzug ausführen, den ich niemals gemacht hätte und der mich in der Folge aller Siegeschancen beraubte. Um die Situation zu erklären, ich war in meinem eigenen Verein gewesen. Der Schiedsrichter war mein Mannschaftskapitän. Er wusste Bescheid, dass ich ein relativ gutes Schachniveau hatte. Ich war nicht unwesentlich schlechter als er selber. Und ich soll einen Bauern berührt haben. Und das bedeutet, mit diesem Bauernzug hätte ich sehr, sehr viele Figuren auf einmal eingestellt, beziehungsweise hätte ich solche absurden Fehler gemacht, die mir auf meinem Level nicht passiert sind. Fakt war aber, dass er mir nicht geglaubt hatte, sondern den Mann gegenüber. Und das hatte mich zutiefst schockiert, weil er A, hätte wissen müssen, dass dieser Fehler, mit diesem Zug, den ich angeblich hätte spielen müssen, beziehungsweise die Figur, die ich berührt habe, dass das nicht meinem Niveau entspricht. Aber für mich war das Krasse eben, dass er mir nicht geglaubt hat, nur weil ich ein Kind war. Und für mein Gegenüber war das halt die letzte Möglichkeit gewesen, die Partie zu gewinnen, weil er stand ja schon auf verlorenem Posten und hatte dann diese Chance gewittert, das Blatt zu wenden, und zwar auf diese unfaire Art und Weise. Wie bestimmt sowas dann das weitere Leben? Was hat es bei dir ausgelöst? Also ich erinnere mich nur daran, dass ich ganz bitterlich geweint habe und dass mein Vater dann gekommen ist und den Kapitän bzw. den Vereinsvorsitzenden zur Rede gestellt hat und ihm dann nur gesagt hat, dass er eigentlich auf gut Deutsch, dass er spinnen muss, weil er weiß ja, er kennt mein Niveau und er weiß selber, dass dieser Zug ein Zug gewesen ist, den ich hätte niemals in 10.000 Jahren gespielt. Aber ich meine, ich habe das relativ gut oder relativ schnell verkraftet, aber ich erinnere mich halt trotzdem dran. Und für mich war es ein damaliger Schock, weil ich eben gemerkt habe, es hat ja nichts mit Schach zu tun, sondern mit der Tatsache, dass Erwachsene immer Recht haben und Kinder immer Unrecht haben. Und das ist ja sowieso ein Phänomen, was für viele Kinder in bestimmten Situationen im Leben sehr tragisch oder kritisch ist, vor allem auch dann, wenn sie sich wirklich im Recht befinden.
Was kann man alles vom Schach übertragen auf das Leben? Du hast vorhin gesagt, deine Nerven sind dir durchgegangen und du bist in der letzten Runde bei diesem WM-Titel aus der Kurve geflogen. Wie kann sowas passieren, wenn man so lange spielt, dass die Nerven, wenn man weiß, dass man es gewinnen kann, dass die Nerven nicht mehr mitmachen? Sagen wir es mal so, mir ist das als 9-Jährige, als 10-Jährige und als 13-Jährige passiert. Und danach mit 17, als ich diese Situation nochmal neu hatte, kam die Wende. Also es ist mir in dem Kindesalter und in der Jugend passiert. Und dann mit 17 aber hatte ich genug Reife gehabt und vielleicht auch genug Selbstvertrauen oder keine Angst mehr davor gehabt, weil ich diese Erfahrung halt oft genug durchgemacht habe, dass sich dann an der Stelle das Blatt gewendet hat. Das heißt, es ist ein Reifeprozess, den du erlebst, und natürlich formt es deinen Charakter. Und ich würde sagen, dieser Reifeprozess oder diese wirklich bitteren Erfahrungen machen dich erwachsener beziehungsweise geben dir die Kraft, damit zurechtzukommen. Und als ich dann 17 war und die Situation erneut hatte, bin ich nicht gescheitert. Und heutzutage würde ich fast sagen, dass ich in der letzten Runde diejenige bin, die oftmals die besseren Nerven hat als mein Gegenüber. Gibt es Situationen im Leben, im Alltag, wo du das dann anwenden kannst, wo du weißt, Fehler kommen vor, sind aber nicht das Ende der Welt, und Nerven kriegt man in den Griff, weil man sich Strukturen angelernt hat übers Schachspielen? Sagen wir es mal so, ich habe einige Events in meinem Leben gehabt, vor allem in den Jahren 2020, 2021 und 2019, wo ich wirklich ganz tief am Boden lag, weil ich ganz blöde Fehler gemacht habe, die richtig harte Konsequenzen mit sich getragen haben. Ich habe vielleicht an diesen Fehlern oder an diesen Konsequenzen ein Jahr, anderthalb Jahre lang geknabbert, aber ich bin am Ende immer wieder aufgestanden, und obwohl 2020 vermutlich das härteste Jahr meines Lebens gewesen ist in allen möglichen Aspekten, vor allem privat finanziell, habe ich es geschafft, 2021 meinen zweiten Frühling zu erleben, denn das war mein erfolgreichstes Jahr, was ich jemals im Schach hatte. Und alleine diese Erfahrung zeigt mir, dass, was ich frühzeitig gelernt habe, hat mir in der Phase sehr geholfen. Und macht dich das auch irgendwie ein bisschen ausgeglichener und ruhiger und zuversichtlicher, weil du weißt, du kannst Dinge, die andere nicht können, und kannst sie auch anwenden auf andere Situationen? Sagen wir es mal so, ich habe vielleicht weniger Angst vor Schicksalsschlägen im Vergleich zu anderen, weil ich bis jetzt gelernt habe, egal wie hart es ist, ich bin immer wieder aufgestanden, auch wenn es ein Jahr gedauert hat oder anderthalb oder zwei Jahren, aber ich war immer wieder am Ende, ja, auferstanden, könnte man meinen. Und ich habe es immer wieder geschafft, einen Neuanfang zu starten. Ich habe weniger Angst davor. Hast du es irgendwann mal überdacht, ob das der richtige Weg ist? Weil das Schach ja doch schon einen enorm großen Raum einnimmt in deinem Leben. Ja gut, aber wenn ich jetzt anfangen würde, nach 30 Jahren Schach oder 35 Jahren Schach, mir die Frage zu stellen, ob ich irgendwas bereue, das ist ein bisschen spät, würde ich meinen. Also diese Frage hätte ich früher beginnen müssen. Ich wollte vielleicht als 16-Jährige gerne Opernsängerin werden. Das war eine meiner Traumvorstellungen, weil ich das sehr faszinierend fand und auch dafür Talent gehabt habe. Aber wenn ich jetzt das Ganze nochmal überdenke, was ich diese 30 Jahre lang erlebt habe, ich habe viele Länder bereist, ich habe Kulturen kennengelernt und vor allem ich habe unglaublich gute Freunde international gefunden, würde ich sagen, wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, würde ich es nicht anders machen. Hast du mal irgendwas vermisst? Andere Kinder gehen auf den Spielplatz, du sitzt am Schachbrett. Andere Kinder gehen tanzen, du übst für das nächste Turnier. Also erstmal habe ich ein rhythmisches Gefühl wie so ein Esel. Deswegen würde ich sagen, das Tänzerische habe ich sicherlich nicht vermisst. Das hätte ich nicht hingekriegt, hätte ich es gelernt. Klar habe ich vielleicht das eine oder andere nicht erlebt in der Kindheit. Wobei auf der anderen Seite hatte ich ja meine Kindheit während des Schachturniers erlebt, weil ich hatte sehr, sehr viele Kinder in meinem Alter, mit denen ich nach der Partie oder vor der Partie ebenso gespielt habe. Und vielleicht habe ich sogar dadurch mehr gelernt, weil ich hatte mit verschiedenen Kulturen, Ländern zu tun. Teilweise gab es gar keine gemeinsame Sprache. Aber ich habe viel mehr Toleranz gegenüber anderen Mentalitäten als vielleicht der Otto-Normalverbraucher, der eben diese Mentalitäten gar nicht kennt. Ich bereue das nicht. Das war auch nicht die Frage. Also ich glaube, bereuen wäre auch blöd. Aber vielleicht mal nachdenken, war der Weg richtig und wo führt er mich hin? Ich bin der Überzeugung, dass egal was im Leben passiert, es hat irgendwie einen Sinn. Und selbst wenn man vom Weg abkommt,
kommt man am Ende irgendwie da auf den gleichen Weg drauf, auch wenn man gestolpert ist oder links oder rechts zwischendurch abgebogen ist. Also ich glaube, dass alles, was im Leben passiert, irgendeinen Sinn ergibt. Zumindest hilft mir dieser Gedanke, weil dann bereue ich weniger und dann sage ich nur, hätte ich das damals gemacht, wäre das alles anders gekommen. Und diesen Gedanken will ich mir gar nicht geben, weil dieser Gedanke kann dann natürlich dann auch dazu führen, dass du traurig wirst oder dass dich das beeinflusst. Und ich habe irgendwie mir irgendwann versucht einzubilden, dass egal was im Leben passiert, es wird irgendeinen Sinn haben. Und meine Mutter sagt immer, es ist, was es ist und es kommt, was kommt. Und damit trifft sie eigentlich den Nagel auf den Kopf. Sie spielt auch Schach. Nein, aber sie hat immer diese Lehre, sie ist Kreismeisterin wohlgemerkt und ohne Schach hätten meine Eltern nie geheiratet und ich wäre Erzähl wahrscheinlich die Geschichte doch mal. wäre nicht geboren, aber es war eigentlich eine sehr, sehr wichtige Lehre, die sie mir mitgegeben hat. Und meine Mutter hat damals meinen Vater kennengelernt in einer Martini-Nacht Anfang der 80er Jahre und mein Vater hatte sie in einem Club erspäht, wollte sie auch zum Tanzen auffordern, war ein bisschen schüchtern. Und dann, als er sie auffordern wollte, war die Musik zu Ende. Und dann hat er sie trotzdem, hat er sie zum Trink eingeladen, sie haben gesprochen. Und meine Mutter fand ihn ja sehr interessant. Und dann hat sie ihn aber gefragt, ob er denn Schach spielen könnte. Und hätte er diese Frage verneint, vermutlich hätten sie sich nicht ein zweites Mal getroffen. Mein Vater hat aber diese Frage verjaht mit einem Schmunzeln natürlich, im innerlichen Schmunzeln im Gesicht, weil er ja Profischachspieler war. Und sie haben sich dann getroffen zum zweiten Date und dann meinte er so, okay, meine Mutter muss jetzt hier am Brett gesessen haben. Mein Vater sagt so, er braucht das Brett nicht sehen. Also sie soll einfach mal die Notation ansagen. Das heißt zum Beispiel, dieser Zug heißt E4 und sie soll einfach nur sagen, was sie spielt und er gibt einen Antwortzug drauf. Und meine Mutter hat angefangen, eben die Notation genau zu studieren, welchen Zug wird mein Vater wohl gemeint haben. Und sie war so irritiert von dieser ganzen Notationsgeschichte, dass sie am Ende gar nicht geschnallt hat, wie stark er eigentlich gewesen ist. Aber er musste das Schachbrett dafür nie sehen. Er hat immer nur gesagt, ja, ich mache C5 oder ich mache Springer F6. Und meine Mutter hat immer versucht, diese Notation zu erkennen, um die Züge auszuführen. Aber ja, so haben sie sich kennengelernt. Und am Ende war das der ausschlaggebende Punkt, warum ich geboren wurde. Also sie war da nicht frustriert, sondern sie hat ihn dann bewundert. Ja, also für meine Mutter war es ja so, dass sie war der Meinung, dass Menschen, die Schach spielen können, gebildet sind. Und dadurch, dass er diese Frage bejaht hat, war das schon mal sozusagen das erste Stein im Brett. Und dass er sie dann noch praktisch auf dem Brett besiegt hat, das war jetzt dann nicht so das Kritische an der Sache. Das heißt, du musstest auch Schachspielerin werden, weil du es von beiden Seiten mitgekriegt hast. Sagen wir es mal so, es war eine lange Diskussion zwischen Eisschnelllauf und Schach, weil wir in Erfurt eine Hochburg für Eisschnelllaufen hatten mit der Gunda Niemann-Stirnemann und ich war in der Grundschule unglaublich gut im Ausdauerlauf. Also ich war die zweitschnellste der Klasse hinter einem Jungen. Das heißt, mein Vater war damals auch Läufer als auch Schachspieler, hat beides sehr gerne gemacht. Er ist auch gelaufen wie Forrest Gump. Und jedenfalls war lange Zeit die Diskussion, ob Eisschnelllauf oder ob Schach. Aber dann haben sie sich für Schach entschieden, weil es weniger Verletzungsgefahr gegeben hat. Und weil er mir das beibringen konnte im Vergleich zu Eisschnelllauf, hätte ich andere Leute gebraucht für die Technik. Und du durftest nicht mitreden. Und du, ich war damals zu klein gewesen und ich fand das eigentlich ganz spannend, mit meinem Vater und meinem Bruder auf Turnieren zu reisen, weil es waren immer andere Städte und ich hatte die Aufmerksamkeit gehabt, ich konnte mich nicht beschweren. Wenn man so einen Sport macht, du hast es ja auch schon gesagt, es gab eine Sportgruppe, es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, Schach ist doch kein Sport. Das ist doch, hat damit Sport nichts zu tun. Jetzt habe ich dem Buch entnommen, dass du sagst, du kannst während eines Spiels oder eines Schachtags ein paar Kilo abnehmen, ohne dich zu bewegen. Also, Anna, Gegenfrage. Das ist jetzt gemein, aber ich stelle jetzt trotzdem die Gegenfrage. Hast du in deinem Leben schon mal eine Food-Tracker-App benutzt? Eine was? Eine Food-Tracker-App, also eine App, wo du einträgst, was du am Tag isst und wie viele Kalorien das Essen hat. Das machen ja einige Frauen, die abnehmen wollen. Und wenn Sie diese Food-Tracker-App auf dem Handy runterladen, dann wird man neben dem Essen, was man da eingibt, was man am Tag gegessen hat, auch noch das Protokoll über Aktivitäten finden. Mhm. Und unter Aktivitäten steht dann zum Beispiel da, 1,5 Stunden lernen 180 Kilokalorien. Mhm. Das heißt, schon alleine anhand dieser App wirst du feststellen, dass selbst für geistige Aktivitäten dort ein Level von Kalorienverbrauch angezeigt wird. Und im Schach ist ja das nichts weiter, als dass du geistige Energie
verbrauchst, weil du musst dich ja konzentrieren und musst darüber nachdenken. Und die App zum Beispiel sagt dir, wenn du 5 Stunden lang für eine Prüfung lernst, gibt sie dir an, was du im Durchschnitt verbrauchst. Und im Schach ist das nichts anderes. Nur 2000 Kilokalorien sind dann die Extremfälle, je nachdem, wie du emotional während der Partie drauf bist. Je höher die emotionalen Schwankungen sind, desto mehr verbrauchst du. Bei Magnus Carlsen als Weltmeister hat man relativ monoton Puls gemessen, weil der wahrscheinlich die Ruhe weg hat. Aber es gab natürlich auch sehr, sehr starke Spieler, die extreme Ausschläge hatten. Und ich glaube, je extremer dein Ausschlag, beziehungsweise je nervlicher du angespannt bist, desto mehr verbrennst du am Ende. Du musst dich halt auch sehr konzentrieren. Ja, du darfst dir keinen Fehler erlauben, weil ein Fehler bedeutet manchmal halt, ja, der Zug ist abgefahren. Hast du einen guten Orientierungssinn? Oh, ich bin ganz, ganz schlecht im räumlichen Vermögen. Ich kann mich gar nicht orientieren. Also ich würde, wenn man mir die... Es ist bei mir halt so, wenn ich eine Strecke laufe und mich nicht konzentriere, dann bräuchte ich rückwärts echt Ratevermögen, um wieder zurückzufinden. Wenn ich mich drauf auf die Strecke konzentriere, dann würde ich mir merken, okay, an der Ecke ist ein H&M, an der Ecke ist ein Klamottenladen, dann habe ich Orientierungspunkte, wo ich weiß, an diese Läden bin ich dran vorbeigegangen. Wenn ich aber blind laufe, ohne mir diese bestimmten Brücken zu bauen, würde ich sagen, mein Orientierungssinn ist echt grenzwertig. Aber man hat sogar auch gesagt, dass der Orientierungssinn bei Männern irgendwie besser ist als bei Frauen, was auch mit verschiedenen Gehirnaspekten zu tun hat. Das weiß ich allerdings nicht, aber ich habe eine Orientierung, ja, keine gute. Glaubst du, es hat auch was mit deiner Spezialbegabung zu tun? Gar nicht. Nee? Mm-mm. Ich habe mal mit Richard David Precht gesprochen und er sagt, er hat ja ein fotografisches Gedächtnis, der blättert ein Buch einmal durch und kann das, weiß es, kann aber keinen Führerschein machen, weil er keine Verkehrsschilder versteht. Das kann ich gut nachvollziehen. Der Kopf kann es nicht begreifen. Sagen wir es mal so, wie gesagt, also orientieren könnte ich mich nur dann, wenn ich mich auf bestimmte Sachen konzentriere. Selbst wenn ich im Wald bin, würde ich mir dann halt ein Moos oder eine Pflanze merken, die anders aussieht als die anderen. Und daran würde ich mich dann orientieren. Würde ich das aber nicht tun, würde ich mich definitiv im Wald verlaufen. Hilft dir, dass du so trainiert bist im Vorausschauen, dass du aus so einem Bild, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Spiele kannst du jetzt aus so einem Bild entwickeln? Wahrscheinlich ein paar Dutzend. Also hilft das auch im Alltag und im normalen Leben, dieses Vorausschauen können und auch die Konsequenzen schon mit einbeziehen? Sagen wir es mal so, es hilft im Punkt, Entscheidungen zu treffen oder zu fällen, vor allem wenn du mehrere Optionen hast. Manchmal ist es ja so, du hast 2 Jobangebote. Das eine ist in einem Land, das andere ist im anderen Land. Natürlich kann man sagen, okay, in England habe ich ein Jobangebot, da kriege ich 50 Euro mehr in der Woche. In Frankreich kriege ich 50 Euro weniger in der Woche. Und dann ist es für den Otto-Normalverbraucher klar, ich gehe nach England, weil ich mehr Geld verdiene. Der Schachspieler aber würde das viel, viel komplexer sehen. Zum Beispiel würde der Schachspieler sich sagen, okay, wie hoch ist denn die Miete in England, wie hoch ist die Miete in Frankreich, wie sind die Wetterbedingungen, welche wirtschaftlichen Voraussetzungen gibt es, beziehungsweise wie entwickeln sich die Länder. Also es ist viel, viel komplexer, was die Entscheidungsfindung angeht, weil wir versuchen, alles bis ins kleinste Detail zu analysieren. Das ist mitunter für die Mitmenschen anstrengend, aber auf der anderen Seite bewahrt es sich davor, Fehler zu begehen. Wir lesen also auf gut Deutsch das Kleingedruckte 5-mal. Was würdest du jetzt heute... Würdest du so an so einem Abend irgendwas jetzt analysieren können? Das müsste ich mir die Leute alle genau angucken, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich analysieren würde, um ehrlich zu sein. Alle eingeschlafen, war spannend. Ich könnte vielleicht was analysieren, wenn der eine am Brett sitzt und über einen Zug nachdenkt, dann könnte ich schon gewisse Verhaltensmuster erkennen. Aber kannst du am Gesicht, an dem Gesichtsausdruck, an dem Pokerface oder Schachface? Ich könnte erkennen. Einen Laien von einem Profi unterscheiden, ja. Ja? Weil der Laie sozusagen, der macht einen Zug und ich gucke mir an und ich sehe sofort, was Sache ist. Also zum Beispiel, als Johannes gegen Fabio gespielt hat, konnte ich genau sehen, wie beide sich in den Momenten bei bestimmten Zügen gefühlt haben. Der Schachspieler oder der professionelle Schachspieler würde das wahrscheinlich viel, viel extremer versuchen zu verstecken. Und wie kannst du verstecken, dass dein Profi gegenüber dir ansieht, wie es dir gerade geht und was du vorhast? Ich muss eigentlich gar nichts tun, außer praktisch keine Geräusche von mir zu geben und vielleicht nicht. Also es gibt ja bestimmte Körpersprachen, wenn man so da sitzt, irgendwie findet man das alles gar nicht toll. Also es gibt ja gewisse Strukturen oder Muster, die du gelernt hast. Aber ehrlich gesagt, im Profibereich achtet da keiner drauf, weil es nicht wichtig ist. Im Pokern zum Beispiel ist es extrem wichtig, den Gegenüber
lesen zu können, weil die Karten auf seiner Hand sind ja versteckt. Du müsstest also beurteilen, hat er ein gutes Blatt oder ein schlechtes Blatt. Im Schach siehst du meistens als guter Spieler oder fast zu 99%, ist die Stellung gut oder schlecht für dich. Da spielt es fast keine Rolle, wie dein Gegenüber sich fühlt oder welche Mimik und Gestik er zeigt, weil du weißt ja auf dem Brett, wie es steht. Bei Poker ist es schwierig, weil du weißt nicht, welches Blatt er hat. Deswegen ist es bei uns mit der Körpersprache, Mimik und Gestik nicht ganz so wichtig. Willst du noch eine Kleinigkeit lesen? Ja, ich muss mal gucken, was ich noch vorlesen kann. Ich hatte noch diesen anderen Aspekt, aber ich weiß nicht, ob der jetzt nicht zu breit gefächert ist. Seit März 2020 leben wir alle in einer anderen Welt. Mit dem ersten Lockdown wurde auch in Deutschland der Krieg gegen das Virus ausgerufen und von einem auf den anderen Tag war alles weg. Es gab keine Turniere mehr, es gab keine Einnahmen mehr und auch in Deutschland wurden garantierte Grund- und Freiheitsrechte mit Ausgangssperren und Kontaktverboten deutlich eingeschränkt. Es gab in dieser Zeit Tage, da bin ich morgens aufgewacht und dachte, ich lebe in einer anderen Welt. In einem Land, das ich so bisher nicht kannte. Plötzlich kamen da einige längst vergessene Gefühle in mir hoch. In den Zeiten des real existierten DDR-Sozialismus war ich zwar noch ein Kind, aber ich habe noch eine Ahnung von diesem staatlich verordneten Lebensgefühl. Bloß nicht zu viel selber denken und ansonsten die Klappe halten. Denkst du, es wäre anders gekommen, wenn mehr Politiker Schach spielen würden? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es wäre anders gekommen, hätten wir keine, es wäre anders gekommen, wenn praktisch, ich weiß es gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, weil ich bin nicht so politikaffin, um das wirklich beurteilen zu können. Aber ich sage einfach mal, wir haben ja seit einiger Zeit die Ampelregierung, die sind sich ja untereinander auch teilweise in den ganzen Sachen nicht einig. Aber ich hätte es gut gefunden, wenn es während der Pandemie sowas wie eine Weltregierung gegeben hätte, wo man an einem Strang zieht. Aber das ist ja nicht passiert, denn im Sport zum Beispiel, zumindest schreibe ich darüber auch in meinem Buch, war das ja so, dass aus bestimmten Ländern andere Regeln oder andere Wissenschaften galten als in unseren Ländern, sodass eben einige Sportler in Deutschland gar nicht spielen konnten, weil eben Sinovac und Sputnik laut wissenschaftlicher Perspektive aus westlicher Hinsicht keine sicheren Impfstoffe gewesen sind. Andererseits, wenn ich als deutsche Spielerin nach Russland gereist bin oder nach China, war das kein Problem, weil diese Länder wiederum es anerkannt hatten oder praktisch nicht solche strengen Maßnahmen hatten, beziehungsweise sagten, okay, du machst einen Test und du kannst spielen. Und da hätte ich ein bisschen mehr Feingefühl beziehungsweise mehr Zusammenhalt erhofft, weil am Ende ist Sport in meinem Bereich zur Politik geworden und das aufgrund von Maßnahmen, die wissenschaftlich keine Evidenz in der Hinsicht hatten, weil die Russen oder die Chinesen haben eben gesagt, ihr Impfstoff ist sicher, der Westen sagt, ihr Impfstoff ist sicher, aber es hatte für mich keine wissenschaftliche Grundlage mehr oder ich hatte die Zusammenhänge einfach nicht verstehen können. Und am Ende fand ich es halt traurig, dass bestimmte Spielerinnen aus anderen Ländern, halt in Deutschland zum Beispiel und anderen europäischen Ländern, wo 2G als Grundvoraussetzung galt, auf einmal ihren Beruf nicht mehr ausführen konnten. Das beschreibst du auch sehr schön, diesen Irrsinn mit diesen verschiedenen Impfstoffen, die dann im Grunde keiner mehr durchschaut hat. Also ich habe nichts mehr verstanden, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und das Krasseste an allen Beispielen war, dass mir dann ein ägyptischer Kollege erzählt hat, er hat sich mit BioNTech in Ägypten impfen lassen, wird aber in Deutschland nicht anerkannt, weil in Deutschland gab es eine Liste von Ländern, wo die Impfstoffe, die richtigen Impfstoffe in Anführungsstrichen, anerkannt wurden. Und wenn du in Ägypten oder in Aserbaidschan mit BioNTech geimpft wurdest, durftest du in Deutschland dennoch nicht spielen, weil diese Länder nicht auf der zulässigen Liste der Länder stand, wo der Impfstoff verimpft wurde. Das heißt, der Ägypter ist nach Dubai geflogen, um sich mit BioNTech impfen zu lassen, damit er in Deutschland spielen konnte, weil die ägyptische BioNTech-Impfung nicht gezählt hat. Und der Aserbaidschaner, der Kollege, den ich hatte, der ist nach Deutschland geflogen und hat sich eine dritte und eine vierte Spritze verpassen lassen, weil die aserbaidschanische Impfung mit BioNTech nicht gezählt hat. Und das sind Sachen, die verstehe ich nicht. Aber dafür, das ist mir auch. Das muss man vielleicht auch nicht verstehen. Aber das ist. Das sind so Sachen, die haben für mich keine wissenschaftliche, das ist für mich dann Politik und das hat nichts mehr mit Wissenschaft zu tun. Ich bin der Meinung, wenn wir eine Pandemie haben oder ein Problem, dann muss es doch alles eine wissenschaftliche Evidenz haben, damit die Maßnahmen irgendwie auch am Ende helfen. Wenn aber aus dieser wissenschaftlichen Evidenz eine politische Entscheidung wird,
dann wird das mit zweierlei Maß gemessen. Und da finde ich, da hätte man besser reagieren können. Da kommt jetzt wieder das strategische Denken durch von dir, oder? Nee, ich brauche logische Zusammenhänge und ich hatte die nicht gehabt oder ich hatte das Gefühl gehabt, dass diese so logischen Zusammenhänge oder die Erklärungen, die teilweise in Deutschland oder in der EU gegeben wurden, haben für mich wenig Sinn ergeben, sagen wir es mal so. Vorhin auch skizziert, und das schreibst du auch in deinem Buch, Schachspieler, die gehören zusammen, die sind eine Weltgemeinschaft. Ja, wir sagen, wir sind, also wir, bei uns gibt es den Leitspruch des Weltschachverbands Gens Unus Sumus. Wir sind eine Familie. Mhm. Und das war eigentlich immer sozusagen das oberste Gebot. Das war wie eine Weisheit für alles. Und durch den Krieg jetzt zum Beispiel oder durch die Corona-Pandemie, aber noch viel, viel extremer durch den Krieg, ist dieser Spruch auseinandergebröckelt, weil jetzt zum Beispiel eben nach jetziger Situation Ukrainer das Verbot bekommen haben, von ihrer Regierung gegen Russen anzutreten oder mit Russen in einem Team zu spielen. Damit zerbröckelt das ganze Gerüst ein bisschen, beziehungsweise es zerbröckelt nicht nur ein bisschen, sondern es zerbröckelt total, weil aufgrund dieser jetzigen Situation eben viele unserer Turniere verschoben werden mussten, beziehungsweise haben sie die ganzen Turnierregularien geändert, um das irgendwie hinzukriegen. Zum Beispiel, wir haben das Kandidatenturnier der Männer und der Frauen und es war immer so, du hattest am Ende 12 Spieler oder 10 Spieler, es ist auch egal, jeder gegen jeden 2 Partien. Bei den Frauen allerdings ist es jetzt so, weil wir diese Situation mit dem Krieg haben, dass sie das Kandidatenturnier nicht mit jeder gegen jeden 2 Partien konstruiert haben, sondern sie haben es in 2 Gruppen unterteilt. Die russische Gruppe und die ukrainische-chinesische Gruppe. Das heißt, sie haben praktisch daraus 2 Teilturniere gemacht, wo die gegeneinander spielen im K.O.-System, dann am Ende aus jeder Gruppe ein Sieger hervorgeht, der in dem Finale zusammentrifft, mit der Hoffnung, dass es im Finale keine Paarung zwischen Russland und Ukraine gibt. Wenn sie Glück haben, setzen sie sich die Chinesen und die Inder in der jeweiligen Gruppe irgendwie durch. Also es kann passieren, dass es am Ende keine Paarung zwischen Russland und der Ukraine gibt. Aber sie sparen dadurch mindestens ein halbes Jahr Zeit, weil sie jetzt erstmal die Vorgruppen spielen lassen und dann hoffen, dass in den nächsten halben Jahr der Krieg zu Ende ist, um dann auch eine russisch-ukrainische Finalpaarung, falls es dazu kommt, am Ende durchführen zu können. Das heißt, der Sport verbiegt sich gerade an allen Stellen, um das irgendwie zu bewerkstelligen, aber das ist unglaublich schwierig und das ist auch, finde ich, sehr schmerzhaft. Wie geht's dir dabei? Also mich betrifft's ja nicht direkt, weil ich weder aus der Ukraine noch aus Russland bin, aber ich sehe, wie es die Spieler tangiert und wie emotional belastet die Spieler sind, sowohl die Ukrainer, da ist es sehr, sehr verständlich, aber auch die Russen leiden unglaublich darunter, denn sie können dafür nichts, sie haben diese Regeln nicht gemacht, sie haben den Krieg nicht begonnen, sie sind praktisch einfach nur Bürger eines Landes, in dem sie geboren wurden, aber ja, sie sind am Ende, sind das für mich alles Opfer, sowohl die einen als auch die anderen. Am Ende ist es ja so, dass jeder Krieg, im Krieg gibt es nur Verlierer, es gibt nie Gewinner. Also. Eine Geschichte habe ich noch gefunden, die dich direkt betroffen hat, und zwar hast du mal in Teheran gespielt auf einer WM und solltest mit Hijab spielen, also mit Kopftuch, und hast du dich dann geweigert? Das war eine sehr heikle Diskussion, weil... Ich habe mich jetzt daran nur erinnert, diese iranische Kletterin, die ja das ja, Kopftuch also, es war halt Verbot, vergessen hat, sozusagen. Gut, vergessen oder absichtlich vergessen, das wissen wir nicht, aber unabhängig... Ich gehe mal davon aus, dass es absichtlich vergessen hat. Es spielt jetzt auch in der Hinsicht... Aber dich wollte man zwingen zu etwas, was du nicht machen wolltest? Nein, es war halt so gewesen, wir haben mitbekommen, dass die Weltmeisterschaft in Iran stattfindet. Und da war die Frage, spielst du oder spielst du nicht? Also auf gut Deutsch, wenn du spielst, unterstützt du das System. Für einige war das so. Und wenn du nicht spielst, sträubst du dich gegen das System. Also so wurde das von vielen Leuten, die mit Schach nichts zu tun hatten, aber die meinten, ihren Kommentar da ablassen zu müssen, wurde das interpretiert. Und ich habe mich entschieden, dieses Turnier zu spielen. Das wurde in dem Buch übrigens nicht so sehr vertieft. Also darüber habe ich nicht wirklich tief geschrieben, außer dass ich eben ein Kopftuch oder eine Skimütze getragen habe. Aber ich versuche das mal aus der Hinsicht zu erklären, wie ich es erfahren habe. Ich habe mich entschieden, an dieser Weltmeisterschaft teilzunehmen, habe aber einige Kommentare auf Facebook, Instagram und weiß der Kuckuck wo gehört, dass ich kein Rückgrat hätte und dass ich sozusagen mit meiner Teilnahme
diese Frauenunterdrückung unterstützen würde und alles das, was du eben hörst von Leuten, die meinen, dass sie dich in der Hinsicht belehren sollen. Und es, man kann es ja so und so sehen. Und ich hatte eben gedacht, okay, wir haben jetzt eine Weltmeisterschaft im Iran und der iranische Schachverband, also das Land Iran, gibt eine ganze Menge Geld aus, um eine Frauenweltmeisterschaft mit iranischer Beteiligung in ihrem Land auszurichten. Man kann also auch sagen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, weil sie bereit sind, für die Frauen in ihrem Land eine ganze Menge Geld auszugeben. Und ich habe eben den positiven Aspekt in dieser Geschichte gesucht und gesagt, okay, ich spiele jetzt im Iran und vielleicht ist es ja ein Schritt in die richtige Richtung, in die Richtung der Unabhängigkeit und natürlich auch in die Richtung der Selbstbestimmung, weil natürlich es seitens der Regierung im Iran ein ganz, ganz großer Schritt ist, zu sagen, wir geben jetzt 1 Million Euro oder was es auch immer gekostet hat, für Frauen aus. Das ist also etwas, was man nicht unterschätzen darf. Und das hat mich am Ende dazu gebracht, dass ich dieses Turnier spiele. Obwohl natürlich von einigen Seiten man immer dafür attackiert wird. Genauso wie man attackiert wird, wenn man vermeintlich die falsche Partei wählt. Aber ich sage jetzt nur, es ist halt krass, du wirst es nie jedem recht machen können, egal was du machst. Ich habe mich entschieden zu spielen und die Erfahrung war nicht schlecht. Und im Endeffekt hatte ich gehofft, dass sich dadurch was ändert. Im Ende hat sich nicht viel dadurch geändert, wie wir jetzt im Iran erleben, weil dort die ganzen Proteste gerade brodeln. Aber ich bin zum Beispiel dafür überzeugt, dass diese Proteste, die jetzt im Iran gerade laufen, vielleicht der Schritt der Selbstbestimmung oder der Freiheit am Ende für die Frauen bedeuten. Schach, habe ich auch gelernt in einem Buch, gibt viele Möglichkeiten in auswegslosen Situationen und insofern auch Perspektiven für den Rest des Lebens und den Rest der Welt. Was wärst du ohne Schach? Eine Opernsängerin? Nee, wahrscheinlich eher eine Opernsängerin tendenziell, aber okay. Und wir haben sehr schön an diesem Abend widerlegt, ich habe es jetzt gefunden, das Zitat von Garry Kasparow, der sagt nämlich, sie besitzt fantastisches Schachtalent, aber sie ist trotz allem eine Frau. Das liegt alles an den Unvollkommenheiten der weiblichen Psyche. Das sind harte Worte. Und Bobby Fischer sagte, den ich wirklich damals auch verfolgt habe. Und den fand ich ja eigentlich, der sah irgendwie gut aus. Der war ein sehr attraktiver Mann, ohne Zweifel, kann ich unterschreiben. Aber ich glaube, er hatte auch einen kleinen Schlag irgendwie. Ja, ein kleines Gut, ja. Sie sind alle schwach, alle Frauen. Sie sollten nicht Schach spielen. Sie spielen wie Anfänger. Das haben wir alles widerlegt. Vielen Dank. Gerne. Und wenn noch irgendwelche Fragen sind.